Ja, aber dann müssen wir uns irgendwie weiter nachher noch um die Bäume kümmern. Aktuell geht's ja, weil wir kein Holz brauchen. Zumindest solange wir noch die Kohle haben. Aber wir wissen ganz genau, das bleibt nicht so. Ich habe das Gefühl, das letzte Mal lief es ein bisschen besser. Da bin ich ja einfach. Da sind wir dumm gestorben, würde ich jetzt mal dazu sagen. Wir machen uns immer direkt eine neue. Die Straw Rolls, finde ich, muss man einfach haben. So, ich würde sagen, so ein Minütchen machen wir noch. Und da werde ich dann einfach ein bisschen angeln. Wobei, nee, ich glaube, ich spiele einfach durch und cutte es nachher. Wieso? Wieso? I don't have do you anything. Der klaut mir Sachen? Altes Mistvieh. Ist in die Trap gelaufen? Wie geil! Wie geil! Alter! Ist das jetzt dein Ernst? Jetzt kommst du wieder? Echt? Jetzt kommst du wieder? So, meine Flower nehme ich mit. Ich glaube nämlich, dass man damit irgendwas Tolles machen kann. Ja, wie es aussieht, müssen wir mit ihm leben. Dann machen wir das. Okay, die Frösche, dass der Frosch da in die Trap gegangen ist, Alter Schwede, das finde ich ja richtig geil, ne? Nee, 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 ist mir zu nah dran. Das finde ich richtig witzig. Da habe ich mich gut amüsiert. Doch, war schön. War schön. Okay, aber wie kriegen wir hier Mr. Schlecht gelaunt wieder weg? Ich glaube, ich verbrenne jetzt mal ein paar Bäume. Ich verbrenne jetzt mal ein paar Bäume und gucke, dass da dann auch kein neuer rauskommt und vielleicht damit wie heißen die jetzt hier, Tannenzapfen bekomme, die wir dann einsetzen können, um hier sein Gemüt zu beruhigen. Das ist der Plan. Aber erstmal geht es hier weiter an die Essenssicherung. Ja, und plötzlich läuft's. Aber es nähert sich sowieso wieder hier die schweren Tage. Okay, Mörder, 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 Mörder. Panik. Geh weg, meine. Okay, Bran in der Hölle. Er brennt. Au, ich auch. Oh, wir sammeln hier noch ein bisschen was ein. Ich habe keine Fackel mehr. Ah, er brennt die selber an. Das finde ich nett. Damit nimmt er uns ein bisschen Arbeit ab. Burn in hell! Burn in hell! Ja, komm, brenn diesen Baum auch noch nieder, komm. Ja, hier ist jetzt hoch. Oh! Okay, ich brauche eine Fackel, ich brauche eine Fackel. Ich brauche eine Fackel. Sehr cool. Wieso konnte ich denn ihn dann nicht anzünden eben mit der Dings? Ja, die Nacht kommt leider. Es wird alles sehr eng hier.
Aber vielleicht legt er sich ja schlafen. Nee, das war das Falsche. Wo ist denn jetzt... Ach, verdammt. Ja, lang haben wir nicht mehr. Die Nacht kommt. Die Nacht kommt. Night is coming. Schnell einsammeln, was wir einsammeln können. Ja, so. Jetzt brennt er wieder. Das ist gut. Und theoretisch sollte er hier unten selber sowieso wieder alles anzünden. Ha, schön. Ja, wir müssen jetzt einfach gucken, ob wir ihn verbrannt bekommen. Ne? Das ist tatsächlich jetzt so das Prinzip, was ich hier probiere. Aber wenn mir was anderes gerade nicht einfällt. Oh, 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 wir brauchen die Fackel. Wo ist die Fackel? Denn die Nacht kommt. Es wird dunkel. Huh. War knapp. Ach, der ist ja schon wieder. Ja, du kannst doch überhaupt nicht mehr so viel Leben haben. Naja, wir warten jetzt ein bisschen ab. Ich laufe jetzt wieder ein bisschen rum. Wenn Tag ist, dann probiere ich ihn wieder abzufackeln. Ja, komm hier runter, komm hier runter. Ja, so ist gut. Na, wir kommen trotzdem nicht an den Crockpot. Und wir haben echt wenig Essen gerade im Bauch, im Magen. Deswegen, oh komm, 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 Tag 12. Ist das aufregend. Okay, und chop. Und aufsammeln. Okay, wenn wir die verbrennen, bekommen wir ja doch gar... Ich dachte, wir bekommen neben der Kohle auch hier, ne, ganz normal irgendwas. Brenn! Brenn! Also wenn man überlegt, wie schnell eine Spinne stirbt, wenn man sie verbrennt. Und wie lange der hier aushält. Ja, ja. Und da brennt er. Darkness has returned? Achso, meine Fackel ist weg. Ich brenne die ganze Welt ab. Oh Gott. Ich will doch nur, dass er mich in Ruhe lässt. Brennen sollst du brennen. Ja, so, ja, dass ich wieder neu entfacht. Also prinzipiell finde ich den Plan nicht schlecht. Ich glaube, ich werde immer Fackeln dabei haben. Andere Viecher werden nämlich jetzt schon länger tot. So, den kalle ich jetzt einfach hier um das Feuer rum, damit er weiter brennt. Vielleicht klappt das ja. Es dauert echt ewig, muss ich zugeben. Stirb! Schnell, brenn was an, sonst hörst du auf zu brennen. Ja, schön gemacht. Gut gemacht. Ja, aber doch nicht hier meine... Ach, Manu. Die bräuchte ich doch noch. Alter, wie viel hält denn der bitte aus? Jetzt mal ganz im Ernst. Oh, 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 wir müssen essen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo ist unser Lager? Oh, scheiße. Hier kommt ganz schnell... Oh mein Gott. Ja, der hält einfach viel zu viel aus. Das ist unfassbar. Alles andere wäre schon dreimal verbrannt. Und Mr. Agro denkt sich einfach nö. Eins, zwei, drei, vier. Nein, nein, nein. Guck. Ich will eigentlich, wollte ich jetzt ganz gemütlich so eine Runde angeln da hinten.
Au! Naja, gut. Wir haben nicht so viel abbekommen. Winner! Winner! And the winner takes it all. Okay, alles hier mal einsammeln. Wir haben nämlich dabei irgendwie noch... Ja, 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 ist ja gut. Gottes Willen. Ah, hier kam Pinienkern raus. So. Wir pflanzen nämlich jetzt erstmal alles Mögliche, damit wir nicht wieder Mr. Stinkefuß erleben. All you need is love. Hier, 1% Fackel können wir weglegen. Puh, war das knapp. War das knapp, ey. Aber es gibt ja noch einen zweiten Baum eigentlich, ne? Eben waren es zwei. So, dann legen wir die weg. Hauen uns das schnell rein. So, und jetzt müssen wir hier mal zurechtkommen. Das ist Monster Meat. Ich glaube, die kann ich nicht kochen, ne? Nee. 1, 2, 3. Und ja, damit sind wir auch schon wieder im Rennen. Da sind wir schon wieder im Rennen. Wir mussten nur irgendwie 88% des Waldes hier abbrennen. Und es schon läuft. I must be prepared. Yes, well, my dear friend. Ja, das kommt zum Monster Meat. Das ist schon bald rum. Okay. Machen wir das mal kurz an und... Können wir die nicht kochen? Okay, die können wir nicht kochen, also essen wir die. Ja, gab ein bisschen was an HP auf dem Rippen. Das essen wir erst nächsten Morgen. Und wir haben jetzt noch jede Menge Zeit. Aber mir drückt die Blase. Ich müsste unbedingt mal aufs Klöchen. So, hier liegt jetzt überall so viel Kohle rum, da ich die gerne noch schnell einsammeln möchte. Wir haben echt viel abgebrannt. Aber seht ihr mal, was er wirklich aushält. Das war ja wirklich Wahnsinn. So eine Spinne, da brennt man einfach den Wald an und sofort sterben alle Spinnen und das Spinnennest und alles, was dazugehört, ist tot. Und der Typ rennt einfach mal stur weiter und denkt sich, nö, 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 muss ja nicht sein. Für den müssen wir es einfallen lassen. Ich weiß auch gar nicht, ob es hier... Gibt es hier einen Bogen? Ich finde einen Bogen hier sehr gut. So ein bisschen waffenmäßig müssen wir uns auch mal einkleiden. Aber erstmal muss ich ja gucken, dass wir hier alles jetzt für den Winter vorbereiten. Weil wir gehen jetzt ja gleich schon Tag 13. Die Hunde waren aber schon da, überraschenderweise. Also für mich überraschend. Ich kenne sie halt immer nur ab Tag 13. So, hier können wir überall viel angeln. Aber das machen wir natürlich erst am nächsten Tag. Aber sonst sehen wir eigentlich gut aus, finde ich. Trotzdem können wir natürlich hier schon mal Fallen aufstellen, weil da auch Frösche reingehen können. Ja, ja, ja. Haben wir direkt schon genug für noch eine? Ja, haben wir. Wie viel haben wir eigentlich eingesammelt? Ah, okay, das war's schon wieder. Oh nein, ich habe keine Fackel. Oh nein! Oh, komm schon! Okay, ich laufe jetzt einfach wild hier rum. Vielleicht überleben wir das. Scheiße! Das. Verdammt! Ich habe nicht auf die Tageszeit geachtet. Das war's. Wir sind schon wieder tot, das heißt, nächste Folge startet mit Reign of Giants. Und, dum, bum,
bam, budu, budu, bam, bam, bam. Schreibt mir in die Kommentare, welchen Charakter wir als nächstes angehen sollen. Oder ob ihr sagt, macht doch bitte nochmal den nächsten. Wir haben immer noch Wilson, dem ein Bart wächst. Wir haben Willow, die alles anbrennen kann und immun gegen Feuer ist. Und alles abfackelt, wenn sie nervös wird. Wir haben immer noch The Strong Man. Der wird stronger, when he here with full belly. Also ich denke, wenn er satt ist, dann wird er stark. Aber is afraid of dark and monsters. Also der hat ein bisschen Angst vor. Ich bin gespannt, wie sich das auswirkt irgendwann mal. Und weiterhin haben wir noch Wendy, wo wir immer noch nicht wissen, was das mit ihrer Zwillingsschwester zu tun hat. Das sind Fragen, die kommen noch. Und Unknown haben wir bald sogar freigeschaltet, weil ich ja schon wieder gestorben bin. Ach, ärgert mich das. Okay, schreibt es mir in die Kommentare. Und ja, ihr dürft mich da auch mal eine ganze Runde hart flamen, wenn ihr Bock habt. Weil das war ja einfach gerade richtig mies von mir gemacht. Ganz einfaches Ding. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal mit Don't Starve von einem neuen Charakter. Und den schreibt ihr mir in die Kommentare. Daher könnte ein Tag dazwischen liegen, damit ich mal in Ruhe euch gucken lassen kann, euch kommentieren lassen kann und dann mit dem neuen Charakter starte. Macht's gut, bis dahin.